Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Habe ich auch noch nicht gemacht. Schande über mein Haupt. So, aber ich kann noch, glaube ich, diese Uhr, die ich gefunden habe, untersuchen lassen. Hallo? Schätzen. Unbekannte Taschenuhr. Eine Perlentaschenuhr, das ist doch das, was ich brauche. Eine geheimnisvolle Uhr. Die Wert der Uhr wird erst benannt nach dem Schätzen. Jetzt haben wir eine Perlentaschenuhr. Die habe ich jetzt, oder? Ja. Die ist 7.500 wert. Okay, jetzt muss ich wieder zurück. Jetzt habe ich nur jetzt kann ich jemanden rekrutieren damit. Sehr nett. Aber ich gucke mich natürlich erstmal hier um, ob hier noch was Schönes ist. Ob sich hier Helden verstecken. Du? Ja, du bist nur ein Soldat, okay. Versteckt ihr euch irgendwo? Nicht? Na, auch nicht. Die ewige Suche nach Helden. Ich habe ja schon eine ganze Ecke, wie man vorhin mitbekommen hat, dass ich mich noch nicht mal entscheiden konnte, welche ich jetzt mitnehme. Mit wem ich mal kämpfen will. Ups. Das ist alles gar nicht so einfach. Da ist hier noch was. Hallo. Oh, du. Das sieht doch gut aus. Black fur, slinky walk. Got it. Isha. Oh, you just have to help me find her. Ist Isha nicht die aus dem Vorgänger? Jetzt müssen wir ihr helfen, die Katze zu finden. You there? Do you know this town well? I did serve in the watch here. Perfect. Are you willing to help me help someone in need? You'll be rewarded for it, of course. Okay, Isha. I'm always willing to help someone in need. I thought you might say that. I see. Then your task is to find a lost cat. I am told it has black fur and a slinky walk. Haben Katzen nicht immer einen katzenhaften Gang? I shall be waiting for you to bring me the feline in question. A black cat. Got it. Oh Gott. Very good. Also haltet mal die Augen offen nach einer schwarzen Katze. Und wenn ihr sie seht, schreit. Ganz laut. Schreit euren Bildschirm an. Weil ich bin Blindfisch. Verdammt, die kann ja überall sein. Schwarze Katze mit katzenhaften Gang. Ich guck jetzt, ob ich die hier finde. Das ist ein Hund. Okay, hier ist nichts scheinbar. Immer schön die Augen aufhalten und schreien. Scheint nichts zu sein. Ja, wo ist die Katzenminze, wenn man sie braucht? Ich weiß auch nicht. Müsste ich mal mein
meinen lieben Mod fragen, ob der mir ein bisschen Katzenminze geben kann. Der bunkert zu Hause doch bestimmt welche. Put, 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 put. Ich sehe nur Hunde. Ne, hier ist nix. Hier ist nichts zu sehen, nichts zu sehen. Ich kann nirgends reingehen. Da kann ich nicht reingehen. Hier vielleicht. Mehr als genug, ja, siehst du. Kannst du mal ein bisschen Katzenminze rüberwachsen lassen. Du als Experte musst mir jetzt helfen, wie ich hier die... Du siehst doch sofort die schwarze Katze. Da bin ich mir sicher. Du alter Katzenexperte. So, hier ist schon mal nix. Jetzt gehe ich hier hoch. Da! Wow! Ey, die ist doch schwarz. Ja, die hat, die sitzt bloß rum, ne? Die hat keinen katzenhaften Gang. Ah, für mich überhaupt eine schwarze Katze. Mission erfüllt. Aber gut, die bewegt sich halt nicht. Vielleicht muss ich die öfters ansprechen. So ein bisschen nerven. Bis sie da runterspringt und läuft. Nee, gut, sie möchte nicht. Dann schauen wir weiter natürlich. Nee, du bist nicht schwarz. Du bist kein schwarzes Kätzchen. Hier auch nicht. Okay, kann ich noch rekrutieren? Hang on a second, you're then. Oh, what's it called again? Alliance Commanding Noah! You're Noah! That's right. Haha, I know what you're thinking. How she know who I am? 'Cause you're famous, silly head. Thanks. Lala. Now you listen. I like what I hear about your guild, okay? But it doesn't sound like you make many big scores, so I will not join it because I like big scores. But if you're looking for a great guild deputy, I am the girl you need to win over. What? If you prove you can score big, then you just whatever on over here and tell me, and then we'll do my favorite thing, which is kick back, get rich real quick. Also Lala möchte große Beute. Was auch immer das heißt. Oh, Noah, Noah. I'm not getting a clear signal that you are striking the hitting that the amazing treasures I like are being found by you. But I am not giving up on you. Ist notiert. Sie möchte große Beute, was auch. You can find me once you're scoring B. Was auch immer das heißen mag, ne? Große Beute. So, schwarze Katze. Back to the topic. Immer schön die Augen aufhalten. Und schreien. Schreien, wenn ihr was seht. Schreien, wenn ihr was seht. Ja. Mau, mau. Okay, Artemis ist es scheinbar auch nicht. Hier ist noch einer.
Well, this must be our lost cat. Ach, das ist die. Die da oben sah genauso aus. Und das ist jetzt die Katze, ja? That's him. That's my cat. Oh, thank you. Ja, gern geschehen. There's a child with proper manners. Now, be certain to give your parents that pamphlet. Remember, the town is called New Neva. Ach, Neva wird die ausgesprochen. Ich habe die immer Never eh ausgesprochen. Okay, das ist wirklich Isha, die aus dem Vorgänger. Well done, Noah. The task is complete. Hey, I'm glad everything turned out okay. Now for the reward I promised you. Mhm. Ach, eine Stempelkarte, dankeschön. What's this? It's a stamp card. When you fill it up, you'll receive rewards in my town of New Neva. Things like massages at the inn or discounts at the shops. Hm. New Nevea? Sie zieht's immer noch durch mit ihren Stempelkarten. That's right. My name is Isha, and I am the acting mayor of New Neva, currently here on other business. I see. But you haven't given me any stamps? Hm? Ah, right. There you are. One stamp for you. But since your card is still mostly empty, I have another little quest for you. Ah, natürlich. Are you familiar with the mountain pass northwest of here? Kenn ich, ja. Of course I know it. It leads to my hometown. Your hometown? Perfect. Then it should be no problem for you to collect some cockatrice eggs. They've been sighted out that way. Mhm. Someone needs it for a recipe, apparently. Can I count on you? Das war bestimmt der Typ, der sein Gericht noch nicht fertiggestellt hat. And for doing this, I'll get another stamp? Correct. Is that not enough for you? You'll also be helping someone in need. All right, fine. I'll do it. Oi, chum. What can I say? Someone needs help. That's right. Now hop to. Okay, es hat sich nichts geändert bei Isha. Sehr cool. Wer bist du? Ach, nur ein Dorfbewohner. Nur so ein NPC. Das könnte was für den Künstler sein. Überall gibt es ja so kleine Kunstwerke. Das ist mir ja schon aufgefallen in den einzelnen Städten. Aber ich habe mir die natürlich nicht notiert. So, jetzt bringe ich erstmal diese Taschenuhr dahin. Ah, es wird ganz schön warm hier in der Bude. Schon mehr Schweißausbrüche. Dicke Speisausbrüche habe ich hier schon wieder, ey. Vorhin war mir noch kalt nach dem Abendessen, warum auch immer. Und jetzt läuft mir die Suppe hier drin. So, meine Freunde, wo war das hier nochmal mit der Perlentaschenuhr? Oh, ich war hier schon länger nicht mehr. Ich glaube, ganz unten, ne? Gibt's hier hinten was? Nee. Skandalös. Warum schicken die mich dahin? Bei Goma? Na, ich habe keine Lust zu kreiseln. Da verliere ich doch eh nur. Da ist sie. That'll be great, actually. Good. You came to the right place. Now, let's have a gander. What'd you bring me? Ich habe nichts zum Schätzen dabei. Ach komm, die wollte doch eine Perlentaschen. Oder hätte ich die schätzen lassen müssen bei ihr? Nee, ich hätte die zweite Option wählen müssen, ne?
Schließ dich mir an oder so, guck mal. Ah, genau. Man muss mal richtig lesen. Oh, that's right. You were asking if I join up with you. Did you bring me the Pearl Pocket Watch? Ja, hab ich. Whoa. What? You actually got one? Oh, this is incredible. Ja, natürlich. Just look at the luster and the craftsmanship. I mean, obviously, with a little elbow grease, I could make one equally good. This is just me admiring a peer's fine work. Well, a promise is a promise. If you let me keep this, then I'll join you. Das sind 7.500, ne, was mich das kostet. Aber okay, schließ dich uns an. Für 7.500. I can't wait to crack this open and learn what makes it tick. Yeah. Anyway, I'm Rhody. As you can see, I appraise things. Ja, freut mich. You can bring me anything you like, and I'll put a value on it. But in case you didn't notice, I especially like watches. Make no mistake, a watch is the highest of art forms. And one day, I'll create the greatest timepiece the world has ever seen. Oh yes. Ey, ich kann sie von meiner Liste streichen, geil. Da ist er. Ja, das ist richtig oldschool shit hier. Einfach alles auf den Zettel geschrieben. Kein Questlog. Mein Questlog ist ein Zettel. Das möchte ich einfach mal anmerken. Ist hier noch irgendwie was? Ist nur ein Bewohner. Ansonsten scheint hier nichts zu sein, oder? Reisender, Hamza. Goldene Katze. Gut, scheinbar. Naja, oben ist halt noch die Dunkelritterin. Die hätte ich auch gerne. Die sieht eigentlich ziemlich gefährlich und stark aus. Nun gut. Wo geht's als nächstes hin? Ich habe noch nichts Main-Story-mäßiges gemacht heute wieder. Außer am Anfang. Gehe ich jetzt zurück zur Basis? In meine Heimat zurück. Oh, da will ich nicht hin. Was denn jetzt? Ich habe irgendwas getriggert. Ah, there you are. Something wrong? You might say that. You should come to the Great Hall. Okay, die Besucher sind scheinbar eingetroffen. Dann geben wir den Ganzen nochmal gleich nach, aber erst nachdem ich mein Hauptquartier ein bisschen abgegradet habe. Das zuallererst. Ich habe ja ein paar rekrutiert, die. Mood, are we? Zum Beispiel hier. Ne, den habe ich ja immer noch nicht. Hier, das kann ich jetzt machen: einen Gutachterladen bauen. Und ich brauche eine Werkstatt. Ich muss irgendwo noch eine Werkstatt bauen. Damit ich den einen rekrutieren kann. Aber kann ich jetzt schon eine Werkstatt bauen? Restaurant. Zubehörladen. Erweitert das Sortiment.
Mache ich einfach. Für 50 Bauholz. Ach. Ich habe mir das Spiel jetzt auch gekauft. Wenn ich in 3 Jahren da bin, sage ich es dir. Alles klar. Also ich habe jetzt so... Also wo ich vorhin losgelegt habe, waren es 30 Stunden auf der Uhr. Ne, also... Würde man meinen, die kannst du schnell aufarbeiten. Je nachdem, wie viel Zeit du hast. Restaurantmenü. Ach, das holt mich alles nicht ab. Ich kann doch gar nicht so viel. Ich will das hier doch alles ausbauen. Irgendwie mystisches Holz. Ich muss in den Wald rein. Einen Rennstall will ich bauen. Ich will das hier bauen. Ah. Okay, dann gehen wir mal in den Konferenzraum. Und schauen, was die zu sagen haben. Mal gucken, was die Story bringt. Hey, mate. Good to see you in one piece. Mate. Likewise. But what are you doing here? Hey, mate. The Empire is on the move again. Pull me, pull. Yes. Their sights are apparently no longer set on Ucris, but on Norrister to its west. Norrister, natürlich das nächste Gebiet von der Liga der Nationen. Norrister is of course one of the League of Nations 3 major powers, along with Ucris and Kinan. The Dukes isn't even trying to conceal his designs on the League anymore. Nö, der macht richtig ernst, einfach der Duke. Which means whatever he does next won't be subtle. Einfach ein Großangriff. Although Norrister's only part of the problem, we've caught wind of another threat, but don't yet know the scope of it. Mhm. Oh, and the Empire has also been pursuing the Runebearers with renewed ferocity. Die Runenhügel, ja klar, die wollen ja weiter Runen haben. Well, that's a mess. Still, it sounds to me like our first priority is getting to Norrister. I agree. I'm hearing all sorts of things from my sources, so we should determine what's happening there for ourselves. I shall return to you, Chris, for negotiations. If Yuma gets cold feet again, someone must be there to hold them to the fire. We could send the expedition with you. Ucris is along the way. Actually, the Guardians can offer a better route. There's a high road through the Great Wood that'll get you to Nordstar much faster. Okay, also wieder durch den großen Wald, aber diesmal nach Norrister biegen wir dann ab. Plus, sticking to the forest will make it easier to escape pursuers or ensnare them. No one knows those woods better than me. Okay, also kommst du mit, vermute ich. In that case, lead the way. Happy to. Marisa. Die Hüterin Marisa. You don't got a thing to worry about, mate. Oh, mate. Und Garou. Abenteuer des Winds. Garou. Und Pupu. Who else will be going with you? Pubi. Ja, wer kommt noch mit? Also Marisa geht erstmal nach hinten. Dann kommt selbstverständlich Francesca. So, wen nehme ich noch mit? Euphirius hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und der ist auch sehr tanky für da vorne. Nehme ich mal den mit. Zane wäre natürlich auch cool. Es ist halt echt schwer, sich zu entscheiden. Was hat sie denn eigentlich? Magiewind und Rune des Wassers. Sie kann sogar noch mit heilen. Rune des Blendens.
Der macht Feuermagie. Ja. Noch ein Magier. Komm. Ich nehme ihn mal mit. Und als Hilfe nehmen wir Ivy. You ready to go? Yeah, all set. To reach the Guardian High Road, we'll head south to the bridge, then double back north after we cross. There's a secret entrance to the forest there. Good luck, Noah. I shall see you anon in North. Vielen Dank. Ich muss aber was trinken. Ich habe noch gar nichts getrunken hier. Seit 2 Stunden quassel ich ununterbrochen. Oh, seine Stimme ein bisschen ölen. Aber vorher erkunde ich erstmal noch die anderen Wälder. Mhm. Vorher erkunde ich erstmal oder ablegen muss ich glaube nichts, aber ich muss mich auf jeden Fall eindecken. Eindecken mit Ressourcen. Gegenstand Fundrate. Die Wasserresistenz. Rune der Wasserverzauberung. Die werde ich erstmal einlagern. Anti-Verwirrschal. Das mal weg. Das mal weg. Gegengift ist immer die Wasserresistenz. Ja, Giftresistenz. Machen wir mal, behalte ich mal erstmal. Gegengift kann ich erstmal 6-mal weg. So. Thank you very much. Thank you very much. So, wo gehe ich jetzt hin? Erstmal in die. Hier in die. Ins Gasthaus, da kann ich mich kostenlos schlafen. Um die Ressourcen aufzufüllen. Dorfbewohner. Oh, wer bist du? Oh, the show. This is the hot new restaurant people are talking about. This dump. Tall Fry. You expect people to pay for this, Will? Forget about it. Was dein Problem? That's rather excessive. Oh, who let the dishwashers do the cooking? This is first degree assault of the taste buds. Is there a problem with your food? A problem? Try scores of them, you hack. This food's so gross that my stomach's begging for a coup de grace. I demand compensation. By way of apology, how about you hand over the deed to this hog sty you call an eatery? Du versuchst doch bloß ihn abzuzocken. Echt mal. Du kleiner Ganove. Scam. Are you talking to me? Because the only scam here? Is this slop he claims is digestible? Is there anything else you'd like to get off your chest? Damn right there is. The stink of your stinking menu. Look, if it ain't your thing, then it ain't your thing. But stop disrespecting the customers who are enjoying themselves. Or else. Or else what? Are you challenging me to a cook-off? Because if I win, this restaurant is mine. Uh-huh. You some kind of chef too? Oh, you better believe it. And since time immemorial, chefs have settled their conflicts in one way and one way alone. So, jetzt kommt das nächste Minispiel, kochen. All right, you punk. But if I win, you're gonna apologize for calling my food swill. You're on. They call me Tall Fry, master of the noodle. And my culinary skills are gonna boil you al dente. That's what you think. Get ready for some mean cuisine.
Mean Cuisine. Das ist aber ganz schöner Trash-Talk hier. Mit Beziehungen zum Kochen. Es ist Zeit für das heutige Kochduell. Erlauben Sie mir, die heutige Jury vorzustellen. Betört seine Geschmacksknospen und sichert euch den Sieg. Kommt schon, gebt euren Gerichten etwas Seele. Shi'ak Sandmeister Skeet. Immer nur einen Schock entfernt. Wie funktioniert ihre Magie bloß? Die Zauberin, die behauptet, sie sei perfekt. Carrie. Zane hier vertritt die imperiale Aristokratie. Ich bin mir sicher, auf ihn ist Verlass. Seine Leibspeise sind offenbar pochierte Eier. Die Zunge dieses Heilers ist vielleicht scharf, denn er spricht vom Wert des Lebens. Nennt man das nicht Zundere? Fallward! Lernen wir nun den heutigen Koch kennen. Unser erster Koch des Tages, ein Meister der Nudelgerichte. Hier ist Tall Fry! Da ist er auch schon, unser gefeierter Meisterkoch. Applaus für Kurz! Kann ich noch mehr schwitzen. Dies ist eine Herausforderung mit drei Gängen. Küche, begebt euch an eure Plätze und bereitet euch vor. Okay, deine Gänge auswählen. Und am Ende kommt Gordon Ramsay und macht mich fertig. Kurz ist aber kurz, ja. Da sagst du was. Zuerst musst du Vorspeise, Hauptgang, Dessert auswählen. Indem du kurz Rezepte bringst, kannst du neue Gerichte zubereiten. Je größer dein Repertoire, desto besser deine Chancen. Die Leiste oben links zeigt an, wie vollendet dein Gericht ist. Drücke X, damit Noah dir hilft, was die Leiste füllt. Fülle die Leiste zu 100%. Jeder der Schiedsrichter hat andere Vorlieben. Beobachte ihre Reaktion auf deine Gerichte, um sie herauszufinden. Wenn du ein Menü nach ihren Vorlieben zusammenstellst, bekommst du eine bessere Bewertung. Also, was macht man als Vorspeise? Eine schöne Miso-Suppe, ein Spiegelei, Omelette. Honigzitrone, ein Lutscher ist eher so ein Dessert. Zuckertoast, Gemüse-Milchsuppe. Ja, ein schöner Gemüsesaft zum Einstieg. Kräutertee. Ein einfaches Erfrischungsgebräu verhindert der Kräuter mit Deckel gekocht, damit es den Geschmack behält. Erdbeermilch. Ist auch eher so Dessert. Gegrillter Tutuva ist ein schöner Hauptgang. Ja, komm, hauen wir mal eine Miso-Suppe raus. Als Hauptgang machen wir hier den Tutuva und als Nachspeise eine schöne Erdbeermilch. Ich würde es essen. Anscheinend ist alles bereit. Es ist Zeit für unsere Küche loszulegen. Vergesst nicht, sie anzufeuern. Achso, ich muss X drücken hier ganz viel. Oh, er ist on Feuer. Oh, unser Mann ist im Flow. Er kocht, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt nur X drücken muss oder... Der hat Pfannkuchen gemacht. Okay, die mögen es. Oh, also schnell kann ich gar nicht gucken. Okay, die waren jetzt nicht so überzeugt davon. Eine schöne Miso-Suppe.
Uiuiui. Yes, very tasty. Uiuiui. Na, es geht doch. Ganz okay, besser als er schon mal. Was ist denn die Höchstpunktzahl? 5 oder 10? Er hat Ramen gemacht. Pfannkuchen als Vorspeise ist aber ganz schön deftig, ne? What a waste. Ich denke mal, das wird noch so der Tutorial-Kochduell-Kampf sein. Gegrilltes Tutuwa. Mal richtig schön dicken Brocken darauf gelegt. Oh, die mögen das ja gar nicht. Ach du meine Güte. Oh, das war ja schlechte Auswahl. Uiuiuiuiui. Als Nachspeise eine Miso-Suppe. Das ist aber... Weiß ich nicht. Da haben sie gar keinen Bock drauf. Not to my taste, perhaps. Okay, die Erdbeermilch muss es jetzt rausreichen. Leckere Erdbeermilch. Schön was Süßes zum Abschluss. Oh Gott. Nur Sane mag es. Ach Gott, das ist doch nicht so. Oha. Ach du meine Nase. Na, dann zeigen wir mal das Endergebnis. Oh, 30 zu 20 doch noch gewonnen. 2 gegen 1 ist schon unfair. Ja, war ja nur ein paar Hilfsarbeiten, die der Noah gemacht hat, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm. Was für ein episches kulinarisches Duell. Und das war's für heute. Wir sind fertig. No way. Are you yanking my chain? Nobody beats Tall Fry Noodle Master of the Dark Dragon Syndicate. Wait, the Syndicate? How did you find me? Oh, I ain't spilling the beans. But you just booked yourself a reservation for one against all our muscle. Pasta la vista, baby, cause the Syndicate's coming for you. Pasta la vista, baby. Geiler Spruch. Pasta la vista, baby. He got away. Kurtz, what's the Dark Dragon Syndicate? Ist ein Syndikat von Verbrecherköchen, oder wie darf ich mir das vorstellen? A terrifying organization that controls the underbelly of the food service industry. Die dunkle Seite der kulinarischen Industrie. If they're gunning for my restaurant, then I'm in big trouble. Schönes Ramenrezept. What's this? A new recipe? Oh. Ja, ich habe ein paar neue Rezepte. Welcome. The oven will... So, dabei wollte ich eigentlich nur schlafen. Some... Ein kleines Nickerchen machen. Okay, jetzt habe ich das Kochen-Minispiel freigeschaltet. Sehr spannend, I guess. Bin mal gespannt, was das in Zukunft noch so bereithält. Aber wie will man, muss man sich das halt merken, die Geschmäcker von denen? Das ist aber auch sehr schwierig, wenn da immer wieder jemand anderes sitzt. So, ich soll nämlich dahin, aber ich will nochmal die 2 Dungeons abklappern. Und da kann ich mich eigentlich auch hin teleportieren. Gehe ich mal in den Düsterwald rein. Ja, das hat schon ein paar Minigames, ne? Das hat einiges zu bieten. Finde ich auch. Aber die sind halt optional. Es wird hier keinem so aufs Auge gedrückt. Das finde ich ganz angenehm.
Hat man ja auch schon mal anders erlebt. So, ja, mal hier. Jetzt gucke ich mir den Düsterwald nochmal an. Ob es hier was gibt, so für mich. Ich brauche immer noch einen Glanzstein. Den muss ich noch finden. Also man hat auf jeden Fall viel zu tun. Ne? Hauptstory, glaube ich, mal so 50 Stunden. Und wenn man dann noch Zeit in die Nebensachen reinsteckt, ist man, glaube ich, gut bedient. So, ein bisschen Bauholz hier noch. Mystisches Holz. Auch sehr gerne gesehen. Das sind Wyvern, gegen die möchte ich jetzt nicht kämpfen, weil unnötig. So, dann gucke ich mal hier. Unten geht's weiter. Der Bereich war ja noch abgesperrt letztens. Vielleicht ist er jetzt offen. Dadurch, dass die Story weiter vorangeschritten ist und ich auch stärker bin. Now this part I'm good at. Phantomvogel. Die müssen diesen Glanzstein fallen lassen. Aber ich weiß nicht wie. 188. Das Ding lebt immer noch. Wir machen auch schön Schaden. Cool. Gib mir mal einen Glanzstein. So, und? Immer noch kein Glanzstein. Drei Stück von den Viechern und keiner hat einen Glanzstein. Ich weiß nicht, wie ich den bekommen soll. I don't know. Oh, ist offen, der Bereich. Oh, wer bist du denn? Stehst hier einfach im Wald. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Hey, you! You ever heard of a man named Gokto? Ja, der ist bei mir in der Basis. Möchtest du vorbeikommen? Now there's someone who knows how to make a difference. I'd give an arm and a leg to work for him. I mean, if I knew where he ran off to. Ja, der ist bei mir, aber ich muss erst die Gilde mit ihm gründen, ne, dass die dann alle kommen. Och, Mann. Dafür brauche ich den Fisch. Ich muss diese Brasse finden. Eine Großaugenbrasse. Nee, der ist nicht necessary, deswegen flüchten wir. Kleine Fliege greift mich an und fliegt ins Auge. Durch die Brille durch. Oh Gott, ey. So, ich lebe wieder. Glaube ich. Also ich kann jetzt weiter in den Dungeon rein. Vielleicht ist da jetzt ein dicker Bossfight, ich weiß es nicht. Aber hier durfte ich letztes Mal noch nicht hin. 30 Bauholz. Also hier gibt es die dicken Ressourcen. Aber mystisches Holz wäre mir ein bisschen lieber. 30 Bauholz, ja. Ich nehme es gerne, ich nehme es gerne. Aber mystisches wäre, wie gesagt, noch besser. Show me some hustle. Der Waldherrscher. Einfach so ein random Monster, cool. Eine Flamme, was hat sie? So. Sie greift auch an. Mal gucken, wie lange der durchhält. Ist auf jeden Fall schon mal ein größerer Gegner. Dessen Verteidigung gebrochen ist.
283. Also ordentlich Schaden, aber einen Stun brauche ich nicht. Eieiei, der frisst aber auch Schaden. Ja. 293. Sehr schönes Ding. Erfahrungspunkte. Nehme ich sehr gerne. Sautierte Hähnchenbrust. Das klingt ausgezeichneter Lack. Da brauche ich 4 Stück von. Dann kann ich die Basis upgraden. In der Hoffnung, dass es hier noch mehr ausgezeichneten Lack gibt. Let's do this. Saateroberer. Der ist nochmal eine Nummer härter, ne? Hat er nicht. Aber er kann mal einen Feuerball abschießen. Und sie greift an. So. Das meinten sie also, dass hier ein paar härtere Monster unterwegs sind. Aber wir machen gut Schaden. Wir machen gut Schaden. Rücksichtsloser Schlitzer. Angriff. Francesca auch. Schöner Stun, wunderbar. Yeah! Come on! Bisschen mehr Geld könnten die fallen lassen. Gib mir nochmal ausgezeichneten Lack. Magisches Weihwasser. Ja, ich kann die Basis upgraden. Ein Traum wird wahr. So, jetzt bin ich wieder hier unten. Okay. Also das ist einfach nur zum Ressourcensammeln hier und zum Rekrutieren dieses einen Typen, der da einfach random im Wald steht. Warum auch immer. Aber ey, ich muss nur diese Gilde bauen. Mit dem Gokto. Und dafür brauche ich aber eine Brasse. Immer noch. Ich komme nicht um diesen Fisch herum, das macht mich wahnsinnig. Ah, ich könnte jetzt da hinten in den Wald noch reingehen. Wo war das hier? Der Kopfgeldhügel. I have literally never failed at this. Is this the right? Da kann ich nochmal reinschmökern. Weil hier gibt es nämlich auch Ressourcen zum Sammeln. Weil hier gibt es Nahrung, glaube ich. Einfach mal ein bisschen gucken. Man hat ja Zeit. Kein Stress. Alles locker flockig entspannt heute hier. 10 Nahrung. Nahrung braucht man nämlich auch für hier, für Dingsbums, ne? Für seine Base. Um da was abzugraden. Jakobsmuschel. 33 Nahrung, perfekt.
Und was haben wir hier? Bestienknochen, die brauche ich auch. Jawohl. Das ist sehr gut. Das ist alles sehr gut. I just hate resorting to violence. Gucken wir uns mal die Gegner an. Die bumsen war gut weg. You didn't need my help for that. So, oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nee, das bringt mir nichts da lang. Ich muss weiter oben gucken. Lucky Lucky machen, was da so schönes ist. Zum Beispiel nochmal ein Bestienknochen. Oh ja. Ja, wir schnippeln einfach ein bisschen rein. Ist halt ein richtig cooles Gefühl, wenn man Sachen findet, die man braucht. Das ist richtig befriedigend. Bestes Gefühl. Piece of cake. So, jetzt geht's noch weiter hoch hier. Wir erklimmen weiter den Hügel. Da sind noch ein bisschen Knochen. Jawohl. Das liegt alles vor der Haustür, was man braucht. 35 Pelz, cool. Nehme ich auch gut. So. Da probieren wir noch die Ameisen. Oder was das ist. Perfekt. No match for us. Perfekt. So, er lässt mich durch. Ja, cool. Speichert trotzdem nochmal 28 Stunden. Nee, er lässt mich doch noch nicht durch. Ey, das finde ich aber nicht nett. Das finde ich aber nicht so nett. Dann muss ich mal hier den Runensplitter benutzen. Als Teleport, weil ich bin lauffaul. Aber gut, dann kommt das erst noch. Zurück in die Basis. Und dann wird Ulfbert ein bisschen ausgebaut. Bisschen Ulfbert weiter ausbauen. Ich glaube, ich muss gleich Fenster aufmachen. Ich schwitze wie ein Schwein gerade. Ich weiß gar nicht, was es im Sommer werden soll. So, dann baue ich das mal aus. Damit die Basis Level 3 erreicht. Oha. Ach du Scheiße. Diese Möglichkeiten. Da fliegt mir ja die Rübe weg. Sieht schick aus jetzt. Das macht doch schon ein bisschen was her. Kann man hier rauszoomen? Was hier oben alles geht. Und alles hängt an diesem Angelplatz. Weil ich diesen dummen Fisch nicht finde. Auditorium, öffne Alabis Aufführungen. Da brauche ich ein kleines Känguru. Das ist von Garou, die Tochter, glaube ich. Ich brauche immer noch den hier. Ja, meine Farm könnte ich ausbauen.
Eisenerz bräuchte ich dafür. Komm, den Steinbruch. Den baue ich aus. Mystisches Holz bräuchte ich dafür nochmal, um die Produktion zu steigern. So, was habe ich hier oben? Eisenerz auch für die Jagdhütte. Werkzeugladen, dann steigert es nochmal die Waren. Für 180? Da mache ich das. Kann ich ja gleich einkaufen gehen. Richtig schön. Well, look at you. Kann ich jetzt eine Werkstatt bauen hier irgendwie? Ja, Restaurant kann ich ausbauen. Maximiert die Lagerkapazität. Stellt Bronzestatue in der Burg auf. Aber das ist auf jeden Fall noch ein größeres Lager, ist glaube ich wichtig. Einfach mal machen. Man kann nie genug Lagerkapazität haben. Missionsgilde plus. Oh, was hier oben alles ist. Was ich hier oben alles machen könnte. Und es hängt einfach nur daran. Einfach nur, weil ich diesen Fisch nicht finde. Eine Statue ist bestimmt auch wichtig. Kann alles sein, dass das irgendwas bewirkt. Ja, hier oben ist richtig viel. Ich muss nur diesen Fisch finden. Schatzkammerkapazität, Training, Scheingefecht. Bleibt das Abhalten von Scheingefechten. Okay, die Schatzkammer nochmal steigern. Denke ich mal auch wichtig. Was haben wir denn hier? Schmiede. Oh ja, eine Schmiede hätte ich echt gerne. Kann ich die ausbauen? Schmiedestufe 2, Zubehörladen. Runenladen, kann die Waren ausbauen. Aber kann ich hier irgendwo eine Werkstatt bauen? Sieht mir nicht so aus. Das sieht mir nicht so aus. Handelshausrenovierung habe ich ja schon gemacht. Was macht denn die Statue? Gucken wir mal. Ein Helden, der Rangliste darstellt. Aha. Kann man sich verewigen lassen, bestimmt. Ich möchte den Fisch angeln. Ich brauche diesen Fisch so dringend. Und ich weiß nicht, wo ich ihn finde. Genau wie der Glanzstein. Das will alles nicht so richtig. Ach, Mann, ey. Das zieht mich runter. Du bist neu. Nee, du bist ein reisender Händler. Ich dachte, du wärst ein neuer Rekrut. Schon so gefreut.
Wieder enttäuscht. Ist hier jetzt was los? Ach, da steht der nächste Koch zum Kochduell. Vom Syndikat. Und mein Säuferfreund ist da. Cool. Mein Säuferfreund mit der Lanze. So. Mann, sieht das schön aus jetzt hier auf einmal. Ich bin begeistert. So, da kann ich jetzt schätzen lassen. Hier kann ich Karten kaufen. Schön mein Kartenladen. Was hast du alles? Potentes Heilkraut, ja. Nehme ich nochmal ein paar mit. Stellt 60 HP aller Verbündeten wieder her. Gar nicht schlecht. 150 HP bei allen Verbündeten, aber ist auch sehr teuer. Davon kann man noch nicht so viel tragen. Davon nehme ich was mit. Einer geht noch. So. Thanks. Wo ist eigentlich mein Taschen? Der Taschenmann, den oder Taschenwesen, was ich hier gefunden habe. Das wollte mir doch Taschen bauen. Seltsam. Naja gut, dann mache ich mal mit der Hauptstory weiter. Ich kann mich ja jederzeit teleportieren. Mittlerweile. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.